Nee, ich stelle keine Fragen. Sie beantworten die Frage erstmal. Ja, erstens mal ist das, was Sie jetzt so dargestellt haben, einfach falsch. Das kann jeder im Internet. Und zum Zweiten würde ich gerne von Ihnen mal wissen, Sie haben in einem Video zum Beispiel eine Botschaft an Frau Merkel gegeben. Darin sagen Sie, und zwar wörtlich, auch an Frau Merkel, nimm den Islam an für deine eigene Sicherheit. Wie muss man das denn verstehen? Ganz klar. Frau Merkel, nimm den Islam an für deine eigene Sicherheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ja, dass diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit mischen, dass diese Leute die Sicherheit haben. Und mit dieser Sicherheit ist die Sicherheit im Jenseits gemeint. Denn wer den Glauben nicht annimmt, wird ins die Hölle gehen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gut, dann haben Sie auch noch eine weitere Geschichte im Internet veröffentlicht. Ihren Kritikern sagen Sie, die Strafe trifft Sie meist schon im Diesseits. Ihr werdet sehen, wie sie nach und nach abkratzen, wie die fliegen, wie nach und nach etwas passiert. Ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Und Allah kann die Menschen schon in dieser Zeit mit Krankheiten strafen. Und Sie wollen mir erzählen, dass das, was Sie dort von sich gegeben haben, dass das nichts mit Gewalt zu tun hat. Wie kommen Sie eigentlich hier drauf? Das hat auch nichts mit Gewalt zu tun, weil das ist das, was von oben kommt. Und das ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Kennen Sie den Unterschied zwischen Drohung und Warnung? Nein! Ich möchte Ihnen nur eins sagen, es gibt sehr viele, ich habe hier lediglich eine Aufgabe, und das ist, darüber zu berichten, was Sie hier treiben, dass Sie vom Verfassungsschutz halt eben beobachtet werden und dass Sie hier Drohungen ausstoßen gegen. Also, er konnte nicht darauf antworten, auf keine einzige Frage konnte er antworten. Auf keine einzige Frage. Sehen Sie, eigene Bürger, mit was für Verbrechen Sie es zu tun haben. Die Diskussion ist vorbei. Hier, da so sieht die Sache aus. Polizei, die stören die Kundgebung. Ganz einfach. So. Die Sache ist folgende, was auf keine einzige Frage konnte er antworten. Ich habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen Drohung und Warnung? Zwischen Drohung und Warnung. Was hat er gesagt? Er will antworten, dann antwortet er nicht, sondern kommt wieder mit einem neuen Vorwurf. Ich habe auf jede Frage geantwortet. Hier, Sie wissen es selber am besten. Eigener Bürger, wir sind mit euch. Diese Leute sind die Leute, die euch gegen uns aufgehetzt haben. Und wir sind bereit, ihnen unsere Hand zu geben. Wir sind dazu bereit. Sie haben es selber gesehen. Haben die nicht gesagt, ja, dass dort Terroristen ausgebildet werden sollen? Jetzt hat er es gerade geleugnet. Ich habe es doch selber von Ihnen gehört. Hier kommt noch eine eigene Frau, die was sagen. Leute, bitte hört mir mal kurz zu. Ihr seid aufgeregt.